Highlights werden euch präsentiert von Skoda Sütterlin, Badens größter Skoda-Exklusivhändler. Entdecke jetzt ein neues Fahrgefühl bei Skoda Sütterlin in Freiburg. Skoda. Simply clever. Tag der deutschen Einheit, und was kann es Schöneres geben als Eishockey an eben jenem Feiertag. Wir schreiben den 17. Spieltag in der DEL2 und heute empfängt der EHC Freiburg die Gäste aus Landshut. Und damit recht herzlich willkommen hier bei Spray TV. Und das ist das, was sie brauchen, die Freiburger. Effizienz und Gelegenheiten. Und da haben wir sie. 4 Sekunden hat es gedauert in Überzahl. Und es scheppert, und Freiburg auch hier wieder mit einem Mann mehr. Vom Bulli weg. Da hat sich Tobias Echter die Scheibe von der Kelle nehmen lassen. Hier eigentlich waren sie dran. Sehr viel technische Arbeit, die hier erforderlich ist. Ah, oh, dann der Fehler, und dann ist das eiskalt. David Stieler mit dem Ausgleich. Das war hier nochmal. Scheibe geht in Richtung Stieler, und das war kein Fehler, sondern das war hart gearbeitet an der Bande. Hier die Scheibenübernahme schnell in die Mitte rein. Und kein Freiburger bei ihm. Danner. Scheibe wieder vor das Tor. Mal kurz geben, nachfassen. Glück für den EVL. Auf der anderen Seite wird es auch brenzlig. Und der rutscht tatsächlich irgendwie durch. Landshut dreht diese Partie. Freiburg zuvor noch mit der großen Chance, hier selber auf 2:1 erhöhen. Dann im direkten Gegenzug sind es die Landshuter, die eiskalt zuschlagen. Und ich glaube, das war am Ende Jakob Mayenschein, der Mann mit der Nummer 41, der hier jetzt, genau so ist es, die Scheibe vorbei bekommt an David Zabolotti. Freiburg kommt. Hahn hat ein wenig Raum. Legt ab, und das war klasse gemacht, wieder auf Parker Bowles. Schwarz. Auf Bergman, der zieht ab, und die Scheibe. Was ein bitteres Ding. Und wenn wir das gleich nochmal in der Wiederholung sehen, dann wird klar, warum. Schwarz auf Bergman. Und dann ist das wieder eine richtig bittere Pille, aber klasse gemacht. Jetzt kommt der Schuss, Vogel, Nachschuss, übers Tor. Bentele, Scheibe in den Slot, aber auch der findet nicht den Weg hinein. Aber Cameron keine Kontrolle über die Scheibe. Also, und die Schiedsrichter, die wollen sich das Ganze nochmal anschauen. In dem Videobeweis. Hier sehen wir nochmal die Situation, und dann ist es Master, der da mit involviert ist. So, jetzt kommen sie wieder zurück. Also, und das ist eine ganz bittere Entscheidung, denn der Freiburger, der bekommt da eine 5-Plus-Spieldauer wegen Stockstichs. Freiburg bislang in 30 Unterzahlsituationen bekam man 5 Gegentreffer, und da kommen die Landshuter wieder gefährlich, und der sitzt. Benzing, der da rausgekommen war, den kann er nicht holen. Und dann ist das Brad Cameron, der die Landshuter hier mit 4:1 noch einen Treffer weiter in Führung bringt. Die Freiburger in Unterzahl, wieder der IV Landshut im Vorwärtsgang. Und der nächste Treffer folgt auf dem Fuß, 1:5. Julian Cornelli. Wieder einfach gespielt. Und dann sitzt auch der. Hochreiter, jetzt freie Schussbahn, nochmal rübergelegt. Aber auch den hat Sebastian Vogel.
Wieder die Gäste, Ziemtek abgelegt, Direktschuss und diesmal war Benzing dran. Hochreiter auf O'Donnell. Auch hier der Schussweg wieder blockiert, aber der hat ein richtig feines Auge. Der hat ein richtig feines Auge und wer trifft auf Freiburger Seite? Natürlich Parker Bowles. Angetäuschter Schuss, er sieht, da sind drei Spieler vom EV ziemlich nah bei ihm. Der Wille ist da, Ventele auch und Hahn ebenso. Oh, schön gemacht, Linsenmeier probiert. Scheitert an Vogel. De Los Rios. Wieder Kelvin Pokorny. Findet Klos. 3,5 Minuten. Jetzt Landshut. Jetzt wieder Jakob Meyenschein. Und der macht den Treffer zum 6:2. Und das ist sein dritter am heutigen Abend. 2:1, das 3:1 und das 6:2 erzielt. Und es bleibt beim 2:6. Und so endet auch diese Partie. Nämlich mit 6:2 zugunsten des EV Landshut. Die hier und heute drei wichtige Punkte einfahren. Die Highlights wurden euch präsentiert von Skoda Sütterlin in Freiburg. Badens größter Skoda-Exklusivhändler. Skoda. Simply clever.